Also wir verkaufen bei uns hauptsächlich mediterrane Lebensmittel. Frische Lebensmittel stehen sehr im Fokus bei uns und also wir versuchen so gut wie möglich auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Sì, ciao Salvi. Astaci grandi, sì. Da chilo. Sì, ok, kein Problem. Te lo mando dopo. Ciao Salvi. Sehen Sie? Sowas zum Beispiel. Der Kunde ruft an, er möchte unbedingt große Hummer haben und die haben wir Gott sei Dank vorrätig und dann schicken wir die heute im Nachmittag. Wir hatten erst vor 2 Wochen einen großen Schwertfisch gehabt für Galileo. 180 Kilo. Der wurde am Stück gegrillt in Darmstadt. Kommt auch demnächst im Fernsehen, ja. In Frankfurt gibt es wenige richtige japanische Sushi-Restaurants. Das ist vielleicht eine Hand oder zwei Handvoll, die wirklich Japaner betreiben, ja. Und die legen halt wirklich sehr großen Wert auf Qualität und die sind ganz interessante Kunden. Die sind sehr treu und kommen immer zum selben Händler, aber die möchten halt gewisse Qualitäten haben und die sagen einem nicht vorher, das und das möchte ich haben, bestell mir das. Nein, man muss das ihnen bringen, man muss das ihnen vor die Nase stellen. Wenn es ihnen gefällt, nehmen sie es mit. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Ja. Müssen wir zusehen, was wir damit machen. Ja. Wir kriegen heute spät Nachmittag bzw. morgen früh eine Sendung aus Griechenland. Da sind Zuchtfische dabei, Doraden, Ludemers und dann haben wir von einem befreundeten Fischhändler von uns aus Athen, da kriegen wir ein paar ganze Schwertfische rein, europäische Schwertfische und ein paar ganze Thunfische. Und die Thunfische sollen Sushi-Qualität sein, die werden dann von unseren Jungs hier, entweder werden die am Stück verkauft, das ist uns am liebsten, ja, weil das für uns am wenigsten Arbeit ist, das machen dann die Sushi-Restaurants, aber unsere Jungs können ja auch sehr gut filetieren. Die werden dann meistens am Stück filetiert. Da möchte einer ein Rückenstück haben, der andere ein Toro, je nach Bedarf, was der jeweilige Gastronom damit vorhat.